Ein Kompressionselement sorgt dafür, dass das Volumen des Fingerstumpfes konstant bleibt. Deshalb musst du, bevor du deine individuelle Prothese tragen kannst, eine Kompressionstherapie durchführen. Nur so kann deine spätere Fingerprothese gut halten. Ein Kompressionselement wird direkt auf der Haut getragen. Das Anziehen erfolgt mit Hilfe von Vaseline. Dabei solltest du darauf achten, nicht zu viel Vaseline zu verwenden, weil das Kompressionselement dadurch an Haftung auf der Haut verliert. Nun kann das Kompressionselement auf den Fingerstumpf aufgeschoben werden. Zur Vorbereitung auf die fingerprothetische Versorgung muss die Kompressionstherapie mit dem Kompressionselement Nummer 1 begonnen werden. Wenn du die Innenseite deiner Handfläche betrachtest, sollte sich die Punktmarkierung in der Mitte der Stumpfunterseite befinden. Eventuell vorhandene Lufteinschlüsse zwischen Kompressionselement und Fingerstumpf müssen vollständig ausmassiert werden. Beim Ausziehen des Fingerkompressionselementes muss zunächst Luft zwischen Stumpf und Kompressionselement gelangen, damit du anschließend das Element nach oben abziehen kannst. Du solltest dein Kompressionselement täglich mit Wasser reinigen, um unangenehme Gerüche zu vermeiden. Auf andere Mittel und Substanzen sollte verzichtet werden, da bei dem engen Hautkontakt während des Tragens selbst geringste Seifenrückstände zu Hautirritationen führen können. Im Falle einer starken Verunreinigung können Kompressionselemente in Wasser ausgekocht werden,